Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das 19. Jahrhundert war für die Katholiken in Deutschland eine verlustreiche Zeit. In der Säkularisation 1803 bis 15 büßten sie fast ihr gesamtes klösterliches Bildungswesen und einen großen Teil ihrer Hochschulen ein. Die alte stiftische Kultur im Süden und Westen ging bis auf wenige Reste zugrunde. Ein halbes Jahrhundert später, 1866, verloren die Katholiken durch den Ausschluss Österreichs aus dem künftigen Deutschen Reich ihre einstige politische und kulturelle Vormacht. Waren im Alten Reich bis 1806 Katholiken und Protestanten ungefähr gleich stark gewesen, so geriet der katholische Volksteil im Bismarckstaat nach 1871 endgültig in die Minorität. Die Katholiken im Kleindeutschen Reich, ein rundes Drittel der Bevölkerung, standen auf Dauer einer protestantischen Zweidrittelmehrheit gegenüber. Trotz starker absoluter Zunahme stieg der relative Bevölkerungsanteil der Katholiken im Deutschen Reich in der Zeit von 1871 bis 1945 nur unwesentlich an. Den Höchststand erreichte er 1910 mit 36,7%. Zur Minoritätssituation kam die politische Isolierung der Katholiken hinzu. Große Teile der protestantischen Mehrheit verhielten sich ihnen gegenüber distanziert, teilweise sogar feindlich. Der Staat und die im Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus dominierenden Liberalen führten nach 1871 gegen die Katholiken einen regelrechten Kulturkampf. Das Wort wurde von dem nationalliberalen Arzt und Parlamentarier Rudolf Virchow geprägt. Der Kulturkampf, so urteilt die amerikanische Historikerin Margaret Lavinia Anderson, war, Zitat, der Versuch der deutschen protestantischen Mehrheit, über die Konfessionsgrenzen hinweg eine homogene Nationalkultur zu errichten und dabei die katholische Kultur, die immer als niedrig, als Volkskultur verstanden wurde, gewaltsam an eine protestantische Hochkultur anzugleichen. Zitat Ende. Dem dienten unter anderem ein Kanzelparagraf, der kritische politische Äußerungen in Kirchen verbot, Ordensverbote, Ausweisungen, die Inhaftierung von Bischöfen und Geistlichen, ein eigens geschaffener königlicher Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten und die Einführung eines Kulturexamens für angehende katholische Geistliche, in denen sie ihre Vertrautheit mit der Weimarer Klassik und dem deutschen Idealismus unter Beweis stellen sollten. Katholiken wurden als Reichsfeinde verdächtig, die einer ausländischen Macht, dem Vatikan, gehorchten. Bismarck fürchtete eine katholische Revanche-Koalition der Geschlagenen von 1866 und 1871 der Österreicher und der Franzosen. In der Zentrumspartei, einer interkonfessionellen Volkspartei, die jedoch de facto nur von Katholiken gewählt wurde, sah er durchaus richtig den Kern einer demokratisch gestützten parlamentarischen Opposition im Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus. Die staatlichen Kampfmaßnahmen griffen tief in die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Katholiken ein. Es war ein klarer Fall von Religionsverfolgung. Die katholische Kirche in Deutschland hatte buchstäblich um ihre Existenz zu kämpfen. Das rigorose Vorgehen von Gesetzgebung, Justiz und Polizei stieß auf heftige Gegenwehr der Katholiken. Es erregte auch außerhalb Deutschlands Widerspruch und Abscheu.
Der junge englische Lyriker Gerald Manley Hopkins widmete sein großes Gedicht »Der Schiffbruch der Deutschland« dem Andenken der 5 Franziskanerinnen, die durch die Kulturkampfgesetze aus Deutschland vertrieben, am 7. Dezember 1875 in der Themsemündung ertranken. O Deutschland, double as desperate name, O world wide of its good. Seine Ziele konnte Bismarck nicht erreichen. Das Zentrum wurde stärker statt schwächer. Bischöfe, Klerus und Kirchenvolk schlossen sich solidarisch zusammen. Das Band mit Rom wurde enger geknüpft als je zuvor. Theologieaspiranten weigerten sich, das Kulturexamen abzulegen, und nach wie vor lehnten es die meisten Katholiken ab, unter den gegebenen Umständen den Sedanstag und den Geburtstag des Kaisers als nationale Feste mitzufeiern. Schließlich wandten sich auch zahlreiche konservativ gesonnene Evangelische gegen die mit dem Kulturkampf verbundenen Säkularisierungseffekte. Damals wurde ja die Zivilehe eingeführt und der Staat errichtete standesamtliche Funktionen 1874-75. So brach Bismarck 1878 den Kulturkampf ab und suchte eine Verständigung mit Rom, wo inzwischen ein Wechsel auf dem Papstthron erfolgt war. In Geheimverhandlungen mit dem Heiligen Stuhl, hinter dem Rücken des Zentrums, verständigten sich Bismarck und Leo der 13. nach langem Hin und Her 1887 auf einen Friedensschluss. Es kam zu pragmatischen Absprachen, wobei Bismarck seinen Kultusminister Falk, den Urheber der Kulturkampfgesetze, fallen ließ, der preußische Staat den Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten preisgab, Niederlassungen von Orden wurden wieder gestattet, mit Ausnahme der Jesuiten, beschlagnahmtes Vermögen wurde freigegeben und die umstrittene Anzeigepflicht auf den Fall der dauernden Übertragung eines geistlichen Amtes beschränkt. Das Jesuitengesetz allerdings bestand bis 1917 weiter und der Kanzelparagraf, im Dritten Reich ein willkommenes Werkzeug der Nationalsozialisten, reichte sogar noch bis in die Anfänge der Bundesrepublik Deutschland hinein. Er wurde erst 1953 aufgehoben. Übrigens wurde er auch von der DDR übernommen und genutzt. Im Kulturkampf hatte sich die katholische Seite durch straffen Zusammenhalt und nachhaltigen Widerstand behauptet. Die konfessionelle Solidarität überwölbte die landschaftlichen und sozialen Unterschiede, die es unter den deutschen Katholiken durchaus gab, die aber in der allgemeinen politischen Herausforderung zurücktraten. Die Katholiken hielten Distanz vom Staat, Distanz vom Heiligen Evangelischen Reich deutscher Nation, wie der Hofprediger Stöcker das Bismarckreich euphorisch nannte. Sie gewannen durch Volksnähe und durch parlamentarisch-publizistische Aktivitäten einen Vorsprung in der Herausbildung moderner demokratischer Strukturen in Deutschland. Ein Umstand, der sich später, nach 1918, auch interkonfessionell bewähren sollte. Die Erhaltung der öffentlichen Stellung der Kirchen in der Weimarer Reichsverfassung war ja nur möglich mit Hilfe des Zentrums, weil die Evangelischen über keine eigene politische Vertretung verfügten. Sie hatten von 1870 bis 1918 einfach im Regiment gesessen, gestützt auf ihre Mehrheit und vertrauend auf das protestantenfreundliche Verhalten der staatlichen Organe.
Die Katholiken dagegen mussten sich als Minderheit im Zweiten Kaiserreich im öffentlichen Leben erst einmal demokratisch neu erfinden. Freilich, der Kampf um die Selbstbehauptung hatte auch im Katholizismus tiefe Wunden hinterlassen. Zwar war eine Kirchenspaltung vermieden worden, die Altkatholiken, die sich gegen das 1870 verkündete Unfehlbarkeitsdogma gewandt hatten, verloren nach anfänglichem Auftrieb seit den 80er Jahren massiv an Boden. Aber die zur Abwehr staatlicher Übergriffe nötige Geschlossenheit verhinderte auch einen tiefergehenden innerkatholischen Dialog und erst recht verstummte jetzt das interkonfessionelle Gespräch nach draußen. Dass man sich gegen die äußere Übermacht des Staates verteidigen, ja sogar verschanzen musste, führte zu Verhärtungen im Inneren der katholischen Welt. Man fühlte sich wie in einer belagerten Festung. Abwehr und Abgrenzung gegenüber allem Neuen, Ungewohnten breiteten sich aus. So hatten die Katholiken am Ende zwar ihre Eigenständigkeit und Rechtgläubigkeit bewahrt, aber zugleich einen großen Teil ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten im gesellschaftlichen Leben preisgegeben. Das Defizit machte sich besonders im kulturellen Feld bemerkbar, im Bereich von Erziehung und Wissenschaft, Literatur und Publizistik. Und so war es kein Wunder, dass sich hier in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts eine lebhafte innerkatholische Debatte entwickelte. Dabei kreiste die Diskussion um zwei Begriffe, die im öffentlichen Leben und der Literatur der Zeit immer wieder auftauchten: Parität und katholische Inferiorität. Parität war ein alter Begriff des Reichsrechts. Das Wort war im Umkreis der Religionsfrieden entstanden und bezeichnete den Gleichrang, die Gleichbehandlung der Konfessionen im Rahmen der staatlichen Rechtsordnung. Die korporative Parität, bezogen auf die evangelischen und katholischen Corpora, war zwar mit dem Untergang des Reiches 1806 dahingefallen. Aber im Zweiten Kaiserreich wurde die personenbezogene, die numerische Parität der Konfessionen erneut zum Thema der Politik. Sie rückte in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken. Vor allem Zentrumspolitiker beklagten die eindeutige Imparität, die im Reich und in den katholischen Provinzen Preußens, aber auch in vermeintlich katholischen Staaten wie Bayern herrschte. Und in der Tat, je höher die Ebene der Regierung und Verwaltung lag, desto weniger Katholiken fand man dort. 1888 bis 1914 waren nach den Berechnungen Karl Bachems unter rund 90 Kanzlern, Staatssekretären, Ministern Preußens und des Reiches nur 6 Katholiken. In der Reichskanzlei, der Zentralregistratur des Reiches, betrug die konfessionelle Verteilung von 1900 bis 1918 25 Protestanten gegenüber 3 Katholiken. Eine für die Katholiken besonders verschlossene preußische Bastion war das Innenministerium, in dem 1913 lediglich ein katholischer Hilfsarbeiter Dienst tat. Ich entnehme die Zahlen aus der Schrift von Martin Baumeister, Parität und katholische Inferiorität, 1987. Auch in Bayern gab es Imparitäten. Sie erregten nur weniger Aufsehen. Denn das katholische Bayern behandelte seine evangelische Minderheit, rund 28%, weit generöser als Preußen seine Katholiken. Es ist zwar eine Legende, Bayern sei im 19. Jahrhundert von pfälzischen, fränkischen und schwäbischen Protestanten regiert worden.
Tatsächlich ging aber der protestantische Anteil unter den bayerischen Beamten erheblich über den numerischen Bevölkerungsanteil hinaus. Schätzungen sprechen von einem Überschuss von etwa 10%. Es gab im Königreich im 19. Jahrhundert zahlreiche evangelische Minister und insgesamt 3 evangelische Ministerpräsidenten, mehr als im 20. Jahrhundert. Das war von der Pforten, von Lutz und von Crailsheim. Es darf auch daran erinnert werden, dass die katholischen Bayernkönige durch die Verehelichung mit 3 protestantischen Fürstinnen, darunter Theresia von Sachsen-Hildburghausen, an die bis heute die Theresienwiese erinnert, ein besonderes Zeichen konfessioneller Offenheit im neuen Königreich gesetzt hatten. Heute mag man darin sogar einen autokratischen Vorgriff auf die künftige Ökumene sehen. Im preußischen Herrscherhaus, aber auch im orthodoxen Russland, in der protestantischen oder orthodoxen Welt überhaupt, wäre eine derartige Großzügigkeit gegenüber katholischen Fürstinnen gänzlich undenkbar gewesen. Auch in Bayern kritisierte das Zentrum mit gutem Recht die bestehenden Imparitäten in der Staatsverwaltung. Am auffälligsten waren sie bei den Beamten und am stärksten ausgeprägt beim Heer. So meldeten sich für die Offizierslaufbahn in Bayern zwischen 1882 und 1894 durchschnittlich 43,2% protestantische Anwärter. Im Gesamtoffizierskorps betrug der Anteil der Protestanten ungefähr 40%. Noch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wunderte sich der preußische Generalstabsoffizier in München, dass von den 3 kommandierenden Generälen in Bayern 2 evangelisch waren. Doch genau hier stellten sich neue Fragen. Lag die Minderzahl der Katholiken allein an der Voreingenommenheit der Verwaltung, die überall Protestanten bevorzugte? Lag es nicht auch daran, dass nicht genug katholische Kandidaten zur Verfügung standen? Bei näherem Zusehen zeigte sich, die Katholiken, obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung stellten in Bayern, verfügten über weniger Abiturienten als die Protestanten. Das Abitur war aber die Eingangsvoraussetzung für die Kriegsschüler. Das hatte seine Gründe. In den evangelischen Gebieten, vor allem in Franken, waren mehr höhere Schulen vorhanden als im katholisch-ländlichen Altbayern, das überdies in der Säkularisation seine Klosterschulen eingebüßt hatte. Und wie beim Offizierskorps, so war es auch in vielen anderen Bereichen. Selbst in den katholischen Regionen Preußens, wo man zu Recht über die Diskriminierung der Katholiken klagte, begann man in den 80er Jahren nach den Gründen für das unzweifelhaft bestehende katholische Juristendefizit zu fragen. Bald war zu erkennen, nicht alle Zurücksetzung der Katholiken war das Ergebnis staatlicher Repression. Nicht alles ging auf protestantische Selbstrekrutierung und bewusste Abschließung gegenüber den Katholiken zurück. Offenkundig gab es auch Ursachen, die in der historischen Entwicklung des Katholizismus in den deutschsprachigen Ländern lagen, in seiner religiösen Eigenart, seinem Verhältnis zu Welt und Geist, Bildung, Individualität. In den 80er und 90er Jahren begann das katholische Aschenbrödel in sich zu gehen und nach den inneren Gründen für seine Zurücksetzung zu fragen. Nach wie vor und mit gutem Recht pochte man gegenüber den staatlichen Behörden auf Parität. Aber mit neu erwachter Intensität suchte man nun auch nach den Ursachen dessen, was Georg von Hertling 1896 das Bildungsdefizit der Katholiken nannte und was von vielen Beobachtern als katholische Inferiorität wahrgenommen wurde. Wer war für diese Inferiorität verantwortlich?
Statistik, Politik und Publizistik wurden bemüht. Neben die Abwehr kulturkämpferischer Übergriffe, den Kampf um die Parität, trat immer mehr eine nach innen gewandte katholische Selbstkritik. Sie führte konsequenterweise zu Neubewertungen, zu einem Neubeginn, zu neuen Initiativen, die der Zeit vor und nach der Jahrhundertwende ihr Gepräge gaben. Man setzte sich intensiver mit dem auseinander, was in katholischen Kreisen lange Zeit als liberal, fortschrittlich, modern bezeichnet und oft genug heftig abgelehnt worden war. Ich nenne aus einer Vielzahl von Neuaufbrüchen, Neugründungen in dieser Zeit nur die drei wichtigsten. Die Görres-Gesellschaft 1876, den Volksverein für das katholische Deutschland 1890 und die Zeitschrift Hochland 1903. Die Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland wurde am 25. Januar 1876, dem 100. Geburtstag von Josef von Görres, in dessen Geburtsstadt Koblenz von dem katholischen Philosophen Georg von Hertling ins Leben gerufen. Mitten im Kulturkampf gegründet, symbolisierte sie den Aufstand gegen die berufliche Benachteiligung und gesellschaftliche Isolation der Katholiken. Zugleich suchte sie einen Ausweg aus der von Hertling früh erkannten katholischen Inferiorität. Die neue Organisation, getragen von Privaten, gespeist durch Mitgliedsbeträge, sollte unter den Katholiken das wissenschaftliche Leben anregen, den interdisziplinären Austausch befördern und jüngeren Gelehrten materielle Hilfen geben. Sie vermied von Anfang an die Festlegung auf einen exklusiv katholischen Wissenschaftsbegriff. Dadurch blieb sie in Verbindung zu den interkonfessionell aufgeschlosseneren unter den nicht-katholischen Forschern und war anschlussfähig an das Gesamt der wissenschaftlichen Welt, auch außerhalb des kirchlichen Binnenraumes. Hertling erkannte, der Vorteil der evangelischen Seite war nicht nur ihr zahlenmäßiges Gewicht, nicht nur der hinter ihr stehende Staat, sondern vor allem ein geistig-kultureller Vorsprung. Das war speziell im Feld der Geschichtswissenschaft zu spüren, wo sich im Historismus ein methodisches Instrumentarium entwickelt hatte, das neue Maßstäbe für die Forschung setzte. Nach Niebuhr und nach Ranke konnte man Geschichte eben nicht mehr so schreiben, wie sie noch Görres und viele Autoren der historisch-politischen Blätter geschrieben hatten und schrieben, nämlich unter breiter Einbeziehung von Geschichtsphilosophie und Geschichtstheologie und unter Berufung auf Erkenntnisse, die Forschern nur im Glauben zugänglich waren. Grundlage der Geschichtswissenschaft wurden jetzt die in den Quellen enthaltenen Faktizitäten. Die Ergebnisse der Forschung mussten intersubjektiv vermittelbar sein und einer rationalen Nachprüfung standhalten. Was diesen Test nicht bestand, durfte sich nicht mehr Geschichtswissenschaft nennen. In der Historie, in der Wissenschaft ganz allgemein, kam es auf zwei Dinge an: die allgemein zugänglichen Tatsachen und der auf sie bezogene Konsens der Forscher. Die in der Görres-Gesellschaft zusammengeschlossenen Forscher waren im Prinzip bereit, diese Grundsätze als Grundlage ihrer Arbeit zu akzeptieren und damit einen Weg zu beschreiten, der auf die Dauer die Befreiung von aktuellen Diskriminierungen und den Anschluss an die Mehrheit der nicht-katholischen Kollegen versprach. Vor allem in der Geschichtswissenschaft traten Urkunden- und Akteneditionen in den Vordergrund. Man bemühte sich um die Erschließung und Klärung der Fakten. Geschichtslegenden, auch nationalprotestantische, wurden durch historische Kritik zerstört.
Das reicht übrigens bis in die Gegenwart, bis zu Erwin Iserlohs Widerlegung der Faktizität des Thesenanschlags von Martin Luther. Die Arbeiten katholischer und evangelischer Historiker wurden auf diese Weise im Lauf der Zeit zunehmend ähnlicher. Am Ende traten die Katholiken zwar nicht einfach auf den Boden der 1900 von Theodor Mommsen eingeforderten Voraussetzungslosigkeit. Sie hielten gegenüber einem vordergründigen Positivismus richtigerweise daran fest, dass kein Faktum einfach deutungsfrei gegeben sei. Aber sie bestimmten von da an ihr Proprium genauer und differenzierten es theologisch wie profangeschichtlich sorgfältiger. Sie unterschieden schärfer, als es bis dahin üblich war, das historische Wissen vom Denken über Geschichte. Die zweite Neugründung war der Volksverein für das katholische Deutschland, der am 24. Oktober 1890 in Köln ins Leben trat und später seinen zentralen Ort in Mönchengladbach fand. Er wurde mit über 800.000 Personen, seit 1908 auch Frauen, zur mitgliederstärksten Organisation der deutschen Katholiken vor dem Ersten Weltkrieg. Auf Initiative von Ludwig Windthorst, von dem Unternehmer Franz Brandts und dem Priester und Sozialpolitiker Franz Hitze gegründet, sammelte der Volksverein vor allem die katholischen Arbeiter, aber seine Bildungsarbeit reichte bis in bürgerliche Kreise und bis in die Studentenschaft hinein. Die Sozialpolitik stand im Mittelpunkt der Arbeit. Es ging um den Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung, die Beseitigung der Fabrikarbeiter, der Fabrikarbeit verheirateter Frauen, die Förderung der genossenschaftlichen Selbsthilfe, die Sicherung des Koalitionsrechts und der Tarifautonomie. Es ging auch schon um erste Formen der Mitbestimmung. Zum Orientierungspunkt wurde seit 1891 die Sozialenzyklika Rerum Novarum Papst Leos XIII., über die jedoch der Volksverein in seinen programmatischen Forderungen noch hinausging. Neben die Sozialpolitik trat die Apologetik, festgeschrieben in einer eigenen apologetischen Abteilung, aus der unter anderem eine Persönlichkeit wie Karl Sonnenschein hervorging. Es galt, die katholischen Arbeiter für die Montagsgespräche im Betrieb gegen die kulturkämpferische Propaganda der Zeit zu wappnen und zu immunisieren. Vor allem galt es, langfristig Führungskräfte heranzubilden durch Kurse, durch Lektüre, durch Rechtsberatung, durch volkswirtschaftliche Schulung. Die Führung der Arbeiterschaft sollte nicht allein der Sozialdemokratie überlassen werden. Insofern hat Bernhard Hansler recht, wenn er später den Volksverein als zweiten Bildungsweg des deutschen Katholizismus bezeichnet hat. Philipp Funk sah in ihm eine Zentrale des katholischen Geisteslebens in Deutschland und in der Tat nahm der Verein neben seiner Verlagsarbeit frühzeitig auch moderne Medien in seinen Dienst, Lichtbilder, Filme, Schallplatten und schaltete sich in die sozialpolitische Diskussion der Zeit ein, um christliche Grundsätze zur Geltung zu bringen. Die dritte Gründung war die Zeitschrift Hochland 1903 in München. Über sie und ihren Gründer Karl Muth wird Otto Weiß anschließend sprechen. Die Zeitschrift, eine Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst, wie sie sich kühn nannte, erhob den Anspruch, das Kulturleben der Zeit aus katholischer Sicht zu überschauen, zu begleiten, nach Möglichkeit auch zu beeinflussen. Karl Muth verband diesen Anspruch mit einer tiefgreifenden katholischen Selbstkritik. Er hatte wenige Jahre zuvor den sogenannten Literaturstreit ausgelöst. Muth machte sichtbar, wie weit sich die Katholiken von der protestantisch-liberal dominierten Zeitkultur entfernt hatten,
wie wenig sie imstande waren, die Diskussion auf gleicher Augenhöhe, auf der Höhe der Zeit, wie er formulierte, aufzunehmen. Auch im Feld der Kultur, der Literatur waren tiefgreifende Imparitäten entstanden. Für die von Liberalismus und Fortschrittsglauben geprägte nationale Kultur gehörte der Katholizismus, wie der Kulturkampf gezeigt hatte, bereits der Vergangenheit an. Es galt der Satz »Catholica non leguntur«, katholisches ließ man einfach nicht. Katholische Autoren erhielten im Kirchner seit 1892 ein kleines Kreuz oder K als warnenden Hinweis, Vorsicht, Sonderkultur. Das musste geändert werden, so die Überzeugung der Reformer. Es ging um den Einlass katholischer Autoren von Rang in die deutsche Literatur. Wie schuf man günstige Bedingungen für solche Autoren? Dazu musste man zuerst einmal die Scheu vor Weimar überwinden. Aus eigenem Antrieb und nicht genötigt durch Kulturexamina sollten die Katholiken sich mit der weithin aus protestantischen Quellen erwachsenen klassischen Literatur auseinandersetzen. Sie sollten sie beobachten, studieren, sogar bewundern dürfen, ohne den Stachel im Gemüt, ob sie das denn als Katholiken auch guten Gewissens tun könnten. Die geschilderten Neuaufbrüche fielen in eine Zeit, die zu Hoffnungen Anlass gab. Der Kulturkampf lag Jahre zurück. Das Kaiserreich hatte sich gefestigt, national und international. Der Rücktritt Bismarcks 1890 und die versöhnlichen Äußerungen Wilhelms II. Zu Beginn seiner Amtszeit verstärkten das Gefühl, man befinde sich in einer Epochenwende. Das Vertrauen vieler Katholiken in den jungen Monarchen war ein neues Phänomen. Ich habe einen ganz späten Nachhall noch nach 1945 bei Reinhold Schneider erlebt, der dem Monarchen in seinem Lebensbericht Verhüllter Tag ein überraschend positives Porträt gewidmet hat. Schneider schrieb übrigens an einem Schreibtisch Friedrich Wilhelms IV., den ihm Wilhelm II. Geschenkt hatte. Auch das Papsttum rückte in den 90er Jahren aus den Verzerrungen der Kulturkampfzeit heraus. Um die Jahrhundertwende wurde der greise Papst Leo XIII. Von vielen Beobachtern, Katholiken wie Nichtkatholiken, verehrt, seine Gestalt geradezu verklärt. Der junge Stefan George feierte den dreigekrönten, wirklichen Gesalbten in einem berühmten Gedicht als Vorbild erhabenen Prunks und göttlicher Verwaltung. So sinken wir als Gläubige zu Boden, verschmolzen mit der tausendköpfigen Menge, die schön wird, wenn das Wunder sie ergreift. Antonius Liedhegener hat die neue Lage um 1900 präzise mit folgenden Worten umschrieben. Die Erben Windhorst standen vor der Herausforderung, ihren in der kirchenpolitischen Konfrontation entwickelten politischen Grundsätzen von Rechtsstaatlichkeit, Föderalismus, Eintreten für die Freiheit der katholischen Kirche treu zu bleiben. Zugleich mussten sie als Partei mit einer parlamentarischen Schlüsselstellung im Deutschen Reichstag Vorstellungen für eine gesellschaftsgestaltende Politik formulieren und diese mit oder gegen die kaiserliche Regierung umzusetzen versuchen. Auf institutioneller Ebene suchte die katholische Kirche den Weg einer Integration in die Strukturen des Deutschen Reichs. Vor allem der preußische Episkopat bemühte sich nach dem Abklingen des Kulturkampfs wiederholt und mit Erfolg um eine Unterstützung der kirchlichen Finanzierung durch die Verwaltungsstrukturen eines modernen Industriestaats. Auf ein Gesetz zur Rückzahlung der im Kulturkampf beim preußischen Staat angesammelten Sperrgelder
und einer finanziellen Unterstützung der Besoldung und Alterssicherung der katholischen Pfarrer staatlicherseits seit 1898 erfolgte zwischen 1903 und 1909 der schrittweise Aufbau einer Kirchensteuergesetzgebung, die die Kirchenfinanzen auf eine zukunftsorientierte Basis stellte. Zitat Ende. Auf den damals gefundenen Lösungen beruht übrigens unser Kirchensteuerrecht bis heute. Was damals viele deutsche Katholiken empfanden, hat Philipp Funk 1927 in der Festgabe für Karl Muth als Mitlebender und Zeitzeuge auf die Formel gebracht: Alles Arbeiten und Kämpfen des katholischen Deutschland habe in den 20 Jahren vor dem Krieg unter dem Zeichen der Bemühung gestanden, ein vollgültiges, tätiges, mitbauendes Glied der deutschen Volksgemeinschaft zu sein. Katholisch bleiben und deutsch sein wollten alle. Zitat Ende. Auch die Katholikentage dieser Zeit sind voll nationaler Töne. Es ist bezeichnend, dass nach 6 Katholikentagen in Österreich, 5 davon noch unter dem Dach des Deutschen Bundes, seit 1867 keiner mehr in Österreich stattgefunden hat, dagegen 2 im erweiterten Deutschen Reich, in Straßburg 1905 und 1913 in Metz. Der Vorsitzende war Robert Schumann. Zieht man ein Fazit, so wird man sagen können, dass das Zentrum die Frage der Parität im Deutschen Kaiserreich erfolgreich zu einem allgemeinen Thema gemacht hat, dem auch die protestantische Führung nicht mehr ausweichen konnte. Die politische Selbstbehauptung war zugleich die Voraussetzung für die wirtschaftliche und kulturelle Regeneration der katholischen Minderheit. Der Hochlandkatholizismus, wie man ihn bald nannte, das neue Hervortreten einer katholischen Geistigkeit vor dem Ersten Weltkrieg, war auch ein Ergebnis der erfolgreichen Kämpfe des politischen und sozialen Katholizismus, seiner Stellung im öffentlichen Leben, so wenig sich die Beteiligten dessen damals bewusst sein mochten. Aber ich bin sicher, ohne Buss, Ketteler, Windthorst, auch kein Karl Muth, Hermann Schell, Max Scheler. Das Zentrum blieb die Mitte der katholischen Selbstbehauptung. Aber selbst in Kreisen des Zentrums wuchs bei vielen der Überdruss an der politischen Abschottung, an der konfessionsbezogenen Daueropposition. So kam 1906 der Kampfruf: Wir müssen aus dem Turm heraus, ausgerechnet von einem rheinischen Zentrumspolitiker von Julius Bachem. Mit seinem Eintreten für eine Zusammenarbeit mit den Protestanten und für eine überkonfessionelle christliche Partei fand er ein weites Echo, aber auch heftigen Widerspruch in der Öffentlichkeit. Die Diskussion, die sich anschloss, ging als Zentrumsstreit in die Zeitgeschichte ein. Die Jahrhundertwende war eine Zeit des Übergangs. Im Fin de siècle breiteten sich deutliche Zweifel an der überlieferten Kultur aus, aber auch Hoffnungen auf eine neue Zeit beflügelten die Geister. Der deutsche Katholizismus bewegte sich, nachdem er den Kulturkampf erfolgreich überstanden hatte, in eine neue Richtung. Er suchte nach Orientierung. Es war klar, man wollte aus dem Turm heraus. Aber wohin sollte man sich wenden? Wo war der angestammte eigene Platz? Viele Fragen blieben offen und mussten offen bleiben. Um nur die dringendsten zu nennen: Hielt die Klammer der religiösen Überzeugung? Oder breiteten sich nach dem überstandenen Kulturkampf die zurückgedrängten sozialen und politischen Divergenzen im deutschen Katholizismus neuerlich aus? Galt es für die Zukunft, die Leitbilder des nationalen Staates zu übernehmen? Oder fühlte man sich dem Erbe des Alten Reiches, seiner Weiträumigkeit und Übernationalität verpflichtet?
war ein exklusives deutsches Staats- und Verwaltungsrecht der letzte Horizont oder blieben auch Völkerrecht, Naturrecht in Geltung? Endlich, wie war es mit Österreich? Nach wie vor fühlten und bezeichneten sich die Österreicher auch nach 1866 als Deutsche. Gab es Gemeinsamkeiten oder vertieften sich die Unterschiede? Und zu welchen künstlerischen und literarischen Ufern, zu welchen Traditionen sollte man sich hinwenden? Zur klassischen Dichtung und zur gegenwärtigen Heimatkunst, wie Karl Muthes wollte? Zur barocken und mittelalterlichen Überlieferung, wie es Richard von Kralik in Österreich vorschlug? Welchen Helden der Geschichte sollte man folgen? Arminius oder Bonifatius, Friedrich dem Großen oder Maria Theresia? Im euphorischen Moment der Jahrhundertwende, im gläubigen Vertrauen auf Wilhelm II. Und Leo XIII., nicht vergessen sei auch Kaiser Franz Josef I. in Österreich, schien alles nebeneinander, miteinander möglich zu sein. Es war eine Zeit der Entspannung, des Ausgleichs. Aber bald traten die alten Gegensätze wieder hervor, auch innerkatholisch. Die Görres-Gesellschaft wurde von katholischen Integralisten bedrängt, die das eigentliche Kriterium der Geschichte nach wie vor im Offenbarungswissen sahen und jede Suche nach der Wahrheit, die sich mit Quellenanalysen und Dokumentationen zufrieden gab, als Positivismus, ja als Verrat am Glauben schalten. Der Volksverein und mit ihm die ganze interkonfessionelle Kölner Richtung stieß auf den Widerstand der sogenannten Berliner Richtung. Kardinal Kopp beklagte die Verseuchung des Westens und sprach von einer krankhaften Interkonfessionalität. Und die Zeitschrift Hochland, die ihre Spalten zum Ärger Roms von Anfang an protestantischen Autoren geöffnet hatte, geriet schnell unter Modernismusverdacht und wurde am 5. Juni 1911 auf den Index gesetzt. Nur das Einschreiten des Münchner Nuntius Frühwirth verhinderte die Promulgation des Indizierungsdekrets, sodass die Zeitschrift weiter erscheinen konnte. Sie wurde nun, wie Otto Weiß urteilt, zum Vehikel einer geachteten deutschen katholischen Nationalkultur mit allen Sonnen- und Schattenseiten, die in einer solchen Bezeichnung mitklingen mögen. So zeigt das Epochenjahr 1900 ambivalente Züge. Es war ganz ohne Zweifel ein Neubeginn. Es eröffnete eine neue Zuwendung der deutschen Katholiken zur nationalen Kultur. Doch ans Ende kam der damals eingeleitete Prozess erst sehr viel später. In der wechselseitigen Berührung von Kirche und Kultur veränderte sich nicht nur der Katholizismus, auch die protestantische Nationalkultur verlor ihre alte Exklusivität und ihren kulturkämpferischen Anspruch. Erst nach zwei Weltkriegen, nach dem Ende des klassischen Nationalstaats und nach dem durch das Zweite Vatikanum eröffneten neuen Blick der Kirche auf die zeitgenössische Kultur, sollte das Geschehen, das um 1900 begonnen hatte, zu einem vorläufigen Abschluss kommen.